Hallo, mein Name ist Lennart und gemeinsam mit Henning Kaspow, Martina Lenzin und Nico Pohls spiele ich in der Band Honeyheads. Vor kurzem haben wir unser zweites Album aufgenommen. Und das haben wir getan im Niederwolduini-Studio. Ihr könnt uns sehen beim Aufnehmen und Spielen und wie das klingt, könnt ihr hier hören. Abgeschlossen, das Album ist gemischt und gemastert. Was der nächste Schritt wäre, wäre die Pressung, dass es eine Form bekommt. Wir möchten es gerne als Vinyl-LP, als 12-Inch rausbringen. Das heißt, die Musik muss ins Presswerk und dort zu einem Album werden. Das ist das fertige Album Live at Wimbledon. Jetzt gehen wir zusätzlich als Download raus für alle, die es gerne digital mögen. Und was uns jetzt noch fehlt, ist das Geld für die Pressung. Das sind 1.500 Euro. Und wir möchten das Geld gerne via Crowdfunding über startnext.de zusammentragen. Crowdfunding, was genau das ist, das könnt ihr auf der Seite auch nochmal nachlesen, da wird das sehr schön erklärt. Letztendlich ist es so, dass wir mit Geldbeträgen unterstützt werden und wenn der Betrag zusammenkommt, gibt es dann das Album. Es gibt nicht bloß das Album, es gibt auch noch, je nachdem, wie ihr uns unterstützen mögt und was ihr möchtet, unser erstes Album, das ist Trivia About, auch als Vinyl und Download. Eine Kassette mit Remixen von Songs des ersten Albums. Troom is about Honeyheads. Die Musik befreundeter Bands, zum Beispiel Lada und die Troubleheart EP. Oder von Tripping the Light Fantastic, mit denen wir auch eine Split-Single aufnehmen werden. Die kann man auch bekommen. Und ein Comic zum Beispiel auch noch. Also das ist allerhand. Ich habe jetzt auch nicht alles gezeigt. Und was man davon möchte und wie man das bekommt, das findet ihr auch noch mal auf www.startnext.de/honeyheads. Ja, und wenn dann das Geld zusammengekommen ist, dann sind wir dankbar und freuen uns sehr.